Hallo und herzlich willkommen im Sportsfunk auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde Kingdom Comes Deliveries für die PlayStation 4. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und in der Folge werden wir uns mal hier in die Kirche begeben und das Vaterunser beten. Mal schauen, mal, was dann passieren wird. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel. Amen. Was? Ich hörte, du würdest nach uns suchen, ja? Was willst du? Spuck's aus. Der Turnier kommt jetzt geschwimmen bleiben, ich bin bei die Presse. Ihr sollt Männer anheuern, die bereit sind, sich die Hände schmutzig zu machen. Ist das so? Und wo hast du das gehört? Im Wirtshaus und so. Die Leute reden. Eine nette Geschichte, aber niemand hat dir im Wirtshaus gesagt, hier zu warten, oder? Also, von wem weißt du es? Von einem deiner Freunde, den Namen habe ich vergessen. Er meinte, er könne mich nicht zu euch bringen, also sollte ich in der Kirche warten. Das ist richtig, aber er hat trotzdem mehr ausgeplaudert, als er sollte. Ich kenne mich aus. Mit mir könnt ihr nichts falsch machen. Schluss mit dem Geschwätz. Bevor du uns das Blaue vom Himmel versprichst, habe ich eine Prüfung für dich. Eine Prüfung? Nichts Schwieriges. Früher haben wir jeden aufgenommen, der aussah, als könne er gerade ausschauen. Aber jetzt nehmen wir dich nur, wenn du tust, was wir dir sagen. Und das wäre? Etwas stehlen? Nein, nichts stehlen. Wenn du zu uns gehören willst, musst du Pius töten. Dazu muss ich ihn erst finden. Nein, das musst du nicht. Wir wissen, wo er steckt. Warum habt ihr ihn da nicht selbst getötet? Das ist es, ja. Er versteckt sich im Kloster. Bei den Stallburschen? Dorthin zu gelangen ist nicht schwer. Nein, nicht dort. Sonst wäre er schon längst tot. Er ist im Kreuzgang, oder wie das heißt. Aber dort dürfen nur Mönche rein. Nur Mönche und Pius, dieser gebildete Bastard. Scheinbar war er früher Pfarrer, aber das war wohl nicht das Seine. Wer ist Pius und weshalb sollte ich ihn töten? Das geht dich zwar nichts an, aber ich erzähle es dir, da es eine lehrreiche Geschichte ist. Pius war einer von uns, aber er hat's vermasselt. Wie? Hat er was geklaut? Ja, unter anderem. Hat Geld gestohlen und ist weggelaufen und ein paar Jungs sind deshalb krepiert. Er war nicht loyal. Sobald er tot ist, kannst du dich uns anschließen. Und wie soll ich in den Kreuzgang reinkommen? Dir fällt schon was ein. Ein Geheimgang vielleicht? Es soll unter dem Kreuzgang eine Höhle geben, die Höhle des heiligen Prokop. Vielleicht führt von außen ein Weg dort hinein. Und fällt dir außer dem Geheimgang noch etwas anderes ein? Tja, es gibt da so einen Kerl, der im Wirtshaus herumlungert und bald ins Kloster soll. Vielleicht kann er dir ja helfen. An deiner Stelle würde ich mit ihm sprechen. Okay. Und falls er dich hängen lässt, töte ihn und reiß dir alles unter den Nagel, das dir dabei helfen könnte, seinen Platz einzunehmen. Ein Bestätigungsschreiben fürs Kloster oder so etwas. Gibt es denn keine andere Prüfung? Wir heuern keine Stallburschen an. Wir suchen Kerle, die zu allem bereit sind. Und das ist die schwierigste Aufgabe, die wir haben. Und wie viele habt ihr schon geschickt? Nur ein paar. Und was wurde aus ihnen? Wurden sie gehängt? Nur der erste. Die anderen zogen den Schwanz ein. Hatten wohl nicht die Nerven dafür. Okay. Wie erkenne ich diesen Pius? Er ist noch nicht lange dort. Abgesehen von dir wird er der einzige Neue sein. Und was, wenn es andere gibt? Wie sieht er denn aus? Normal.
war immer gut gekleidet und trug stets einen äußerst schönen Dolch bei sich. Nur wird er nun eine Kutte tragen und den Dolch nicht mehr haben. Dann wirst du wohl rausfinden müssen, welcher der Novizen der richtige ist. Bring ihn dazu, seine Identität preiszugeben. Füll ihn ab und schick ihn danach in die Hölle. Ihn abfüllen? In einem Kloster? Kein Ort wäre besser. Dort gibt es mehr Wein als in den königlichen Kellern. Und ich bezweifle, dass er nicht mehr säuft. Na schön. Ich soll Pius töten, der sich im Kreuzgang aufhält. Und um dort reinzukommen, brauche ich die Hilfe eines Jungen, der dem Orden beitreten will, ja? So ziemlich. Und jetzt zum Kern der Sache. Der Kern der Sache ist, ihn kalt zu machen, oder? Natürlich, aber das ist nicht alles. Nach dem Mord wird im Kloster die Hölle losbrechen. Also sieh zu, dass ihn niemand findet, oder mach schnell die Fliege, wenn du ihn erledigt hast. Es wäre jedoch besser, wenn sie ihn nicht sofort finden würden. Und dann? Soll ich dann hierher zurückkehren? Nein, nein. Bevor du abhaust, nimm seinen Würfel und bring ihn als Beweis mit. Und falls du aus ihm rauskriegst, wo er das Geld versteckt hat, auch das. Den Würfel und das Geld mitbringen, falls ich es finde. Und wohin? Geh vom Kloster aus Richtung Osten über den Fluss. Dort findest du im Sumpf eine Feuerstelle. Mach in der Nacht ein Feuer, ein schön großes. Dann kommen wir, um den Würfel und das Geld entgegenzunehmen und sagen dir auch, wo du dich melden sollst. Klar? Gut, ich soll mich in den am besten bewachten Ort der ganzen Region einschleichen, jemanden töten, seinen Würfel und sein Geld nehmen und dann im Sumpf am Feuer warten. Ja, das ist der Plan. Ihr könntet in der Zwischenzeit zumindest ein paar Gebete für mich sprechen. Die werde ich brauchen. Und vergiss nicht, wir behalten dich im Auge. Also nicht abhauen, klar? Gott sei mit dir. Okay. Das wird spaßig. So, die zünden uns die Fackel. Prüfungen, Überprüfungen in dem Spiel. Das Leichteste, was wir in letzter Zeit gehabt haben, war das. Wo. Das Bierrezept. Ja. So. Ich bin gerade beim Überlegen, wenn man diese zum Biss nur kennt. Am besten ist, wir ruhen uns einmal aus. Weil dann ist es gleich automatisch gespeichert. Das ganze Ding. Das wird jetzt wieder ein Akt werden. Ja! Okay, ich gucke gerade bis 5 Uhr in der Früh schlafen, aber es macht nichts. Da wird es schon hell.
Wenn ich in den Kreuzgang reinkomme, kann er dir eigentlich rein theoretisch das Buch auch gleich klauen. Eigentlich will er den anderen gar nicht umbringen. Vielleicht habe ich da noch eine andere Möglichkeit auch noch. Strom. So. Wäre schon mal da, wo ich fragen müsste. Das ist schon mal gut, da komme ich schon mal da. Dann reißen wir da noch eine Datei hoch, das hätte ich gleich machen sollen. Alles jetzt gleich. Jetzt ist es einmal da gespeichert. Jetzt ist es da einmal gespeichert und dann reißen wir schnell noch eine Datei hoch und erzählen da unten, was Sache ist. Weil bis wir da unten sind, sind die anderen auch schon aufgestanden. Ich bin gerade bei überlegen, wenn ich schon unten bin und wenn ich da mal ein Turnier mitmischen sollte. Oder soll ich mir die für einen anderen Zeitpunkt aufhalten? Jetzt schauen wir mal, was der Herr Ratzig sagt zu der ganzen Sache. So. Am Eingang steht eh was zum Essen, dann können wir das gleich essen. Bald sein Loh, die Vorgänger mir anschließt. So.
Müsse. Gut, dass du hier bist, Heinrich. Was ist los, Herr? Onkel, Herr Hanusch hat nach mir geschickt. Zweifelsohne, um mich wieder einmal zu belehren. Er sagte, ich soll dich mitbringen. Ah, Sakra. Das klingt nicht gut. Ja, ich frage mich, weswegen er mich heute wieder ausschimpft. Und dich auch, denn du wirst mitkommen. Nun gut, wir sollten aufbrechen, nicht wahr, Herr Hans? Je schneller wir es hinter uns bringen, desto besser. Schätze, ja. Ich habe dir ein paar meiner alten Kleider in eine Truhe gepackt. Du sollst vor Hanusch nicht schlecht dastehen. Und ich sehe, ich hatte recht. Verdammt, Heinrich. Als mein Begleiter musst du dich anständig kleiden. Danke, Herr, aber ich fühle mich so wohler. Du willst mich also beschämen? Na gut, ich habe keine Lust zu streiten. Komm schon. Okay, machen wir dies zuerst. Ich meine, mit R müsste die reden, aber. Vielleicht bringt uns ja die Design der Story weiter, ich weiß nicht. Sieh an, mein Mündel und sein, wie nennen wir ihn, Aufpasser? Onkel, mein Herr? Ich hoffe, ich habe euch nicht bei etwas Wichtigem gestört. Keineswegs, Onkel, wir waren beim nur... Beim Saufen und Rumhuren zum Beispiel? Onkel, ich kann das... Oder ihr wart beschäftigt, habt Unruhe gestiftet und euch mitten in der Nacht mit meinen Untertanen geprügelt? Nein, so war es nicht. Heinrich und ich haben... Heinrich ist genauso ein Narr wie du, nur ist er nicht mein Mündel, Gott sei Dank. Was zum Henker denkt ihr zwar euch eigentlich? Die Leute auf meinem Land arbeiten sich die Rücken krumm, um etwas Essen auf den Tisch zu bekommen und auf den euren, wenn ich euch erinnern darf. Und was sehen sie, Hans, ihren Herrn und Meister, der nicht mehr ist als ein Trunkenbold? Der Mann, den ihr verprügelt habt, war eine Wache, ein neuer Mann der Stadtwache. Er konnte sich heute früh wegen seiner Verletzung nicht zum Dienst melden. Der Vogt war hier und hat sich beschämt. Konnte? Natürlich nicht. Das hätte mich beschämt. Und auch euch zwei. Okay. Also musste ich stillschweigend dasitzen und mir seine Klagen anhören. Vielleicht glaubst du, dass du mit allem durchkommst, weil du hier der Herr bist. Aber da liegst du falsch, du Holzkopf. Ein Herr bleibt nur der Herr, solange er die Loyalität seiner Untertanen genießt. Und ich muss dir sicher nicht sagen, dass die Leute hier nicht gerade den Tag herbeisehen, an dem du übernimmst. Das war dein letztes Abenteuer, Capon. Noch eine Eskapade und ich schicke dich zu deiner Mutter nach Polna. Soll sie dich doch in Weiberkleider stecken und an irgendeinen Ungarn verschachern. Onkel, dieser Arsch... Archibald wollte mich umbringen. Was sollte ich tun? Ach, übertreib nicht so. Und selbst wenn, bin ich wenig überrascht, nachdem du sein Mädchen belästigt hast. Aber ich habe nur... Gottgütiger, hör auf zu winseln, Junge. Es wird Zeit, dass du endlich Verantwortung übernimmst. Ich habe eine Aufgabe für dich, die dich von Dummheiten abhalten sollte. Herr Milota von Oleschna ist gekommen. Kennst du ihn? Ist das nicht Herrn Bernards Vetter? Ist er. Er kam auf der Suche nach Zuflucht mit seinem Gefolge zu uns. Er ist schwer verletzt. Was ist geschehen, mein Herr? Seine Burg Oleschna wurde von einem gewissen Wolflin von Kamberg überfallen. Milota verfolgte ihn bis kurz vor Neuhof und stellte ihn. Leider ging der Kampf nicht gut für Milota aus. Wolflin von Kamberg, den kenne ich doch. Er ist mit den Herren von Oleschna verwandt, ein Vetter von Bernhard und Milota. Ihre Familienangelegenheiten sind... etwas wirr. Geht mich natürlich nichts an.
Ich wünschte nur, Sie hätten Ihre Streitigkeiten woanders ausgetragen. Was sollen wir tun, Herr? Geht zu Bernhard in den Burghof. Er hat Berichte gehört, dass Wolflin einige Höfe um Neuhof geplündert hat und versammelt nun einige Männer. Das Ganze ist eine Familienangelegenheit und bestimmt brodelt es unter der Oberfläche. Am wichtigsten ist, dass ihr diesen Räuber aus dem Lehen vertreibt. Wenn möglich, ohne Blutvergießen. Ich will wegen dieser Sache keine Männer verlieren. Habt ihr verstanden? Ja, Herr. Jawohl, Onkel. An die Arbeit. Okay. Dann machen wir zuerst das. Zuerst die Presse gefunden. Jetzt sind wir da nicht rausgekommen. Aber der Brief ist noch ein paar Tage warten auf mich. Ah, okay, wir sind schon da herum. Kein Wunder. Er hat diesen Hurensohn durchs halbe Land gejagt und der Kampf war ein Debakel für ihn. Gott schütze dich, Heinrich! Ah, okay. Ich habe keine große Lust auf den Scheiß. Lass das lieber nicht den Hauptmann hören. Der lässt dich vom Wehrgang bauen. Na gut, dies warten. Dann können wir die Presse weitermachen. Eine Lafferei in der Folge. Herr Ratzigs Pferd. Ich habe alles. Warum steht die Drohne? Er ist nicht da. Da ist er. Nein, du musst mit mir reden. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Herr, die Untersuchung des Massakers in Neuhof nimmt ungeahnte Ausmaße an. Was hast du herausgefunden? Ich habe die Bande aufgespürt, die Mörder für Pribislawitz anheuerte. Sie kennen die Mistkerle, die Neuhof niederbrannten. Ausgezeichnet. Was hast du noch herausgefunden? Ihrer ehemaligen Spießgesellen ermorden, einen Kerl namens Pius. Offensichtlich war auch er in Neuhof. Du musst einen Verworfenen ermorden, um dich zu beweisen? Ha, das gefällt mir nicht. Das ist nicht das Schlimmste. Dieser Pius versteckt sich im Kloster und gibt sich als Novize aus. Ich müsste hinter die Klostermauern, um an ihn ranzukommen. Tja, Herr im Himmel, es wird nicht leichter. Nicht jeder wird ins Kloster gelassen und der Abt wird keinen der Novizen aufgeben. Das profane Gesetz hat in einem Kloster keine Geltung. Das ist bereits das zweite Mal, dass sich dort etwas Widriges abspielt.
Zuerst die Münzfälscher und jetzt das. Ich wäre froh, wenn sich jemand dort umsehen würde. Was soll ich tun, wenn ich Pius gefunden habe? Töte ihn nicht. Bring ihn zum Vogt nach Ratai. Er wird ihn verhören und ihm einen gerechten Prozess machen. Klingt nach einer schwierigen Aufgabe, Herr. Ins Kloster gelangen, Pius finden und ihn dann auch noch zum Vogt bringen. In der Tat, Junge, aber ich vertraue auf deine Fähigkeiten. Die Mönchskutte ist wohl der einzige Weg zu Pius. Wenn ich nur wüsste, wie ich sie erlange. Etwas Andacht und Gelehrsamkeit täten dir gut. Wenn das wirklich der einzige Weg ist, zu ihm zu gelangen, dann soll es so sein. Verzeih, aber ich kann dir dabei nicht helfen. Meine Beziehung zum Kloster ist nicht gerade zuträglich. Du musst dir wohl etwas einfallen lassen. Gott sei mit dir. Okay. Das habe ich mir fast gedacht, dass uns der nicht helfen kann. Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Also mindestens weiß Herr Ratzig Bescheid. So, dann reißen wir heute auf. Nutzt uns ja alles nichts. Auf geht's. Gib den Gaul die Sporen, meine lieben Sportsfreunde. Jetzt werden wir es so machen, dass wir uns das in der nächsten Folge anschauen werden, weil ich denke, dass das wieder länger dauern wird. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus Kingdom Comes Deliveries für die PlayStation 4, wenn es weitergeht, nichts mehr Neues versandt wird. Und dann wünsche ich euch noch bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.